Wir sind hier in Langenzersdorf vor der Sparkasse, dahinter unser wunderbarer Stand und neben mir der Herr Bürgermeister von Langenzersdorf. Eine tolle Sache da, ne? Guten Morgen, ja. Finde auch, dass es eine tolle Sache ist. Wir haben diesen Platz vor einigen Jahren, also genau gesagt Anfang 2020, eingeweiht eröffnet. Und jetzt sollen da mehrere kleinere Veranstaltungen das Jahr über stattfinden. Heute klarerweise Valentin. Man sieht, es sind doch schon ein paar Leute da gewesen. Es eignet sich, glaube ich, auch ganz gut, weil die Leute da ziemlich durchflanieren. Das ist richtig, also das ist ausgedacht. Das ist, man kann es praktisch sehen, als eine kleine Begegnungszone, wo sich Leute treffen, verweilen, ein bisschen plaudern können. Und dann muss man auch ein bisschen was bieten dafür. Wir haben jetzt ein bisschen düstere Zeiten hinter uns. Ist das so ein bisschen eine willkommene Abwechslung? Das glaube ich auf jeden Fall. Man darf eins nicht vergessen. Wie gesagt, es steht echt der Frühling auch schon knapp vor der Tür, wenn man die heutigen Temperaturen sieht. Und ich glaube auch, dass eigentlich jeder über einen kleinen Blumengruß seine Botschaft dankbar ist und sich freut darüber. Na, wenn wir schon da sind, dann allgemein ist in Langenzersdorf jetzt einiges geplant. Ne? Das ist richtig. Wie gesagt, wir versuchen den Ortskern also entsprechend zu attraktivieren, dass natürlich auch mehr Leute davon Gebrauch machen. Ja, wir sind vor der Sparkasse in Langenzersdorf. Hat einen guten Grund. Das ist zwar nicht der Sparkasseplatz, aber der Platz vor der Sparkasse. Genau, so ist es. Und der wird genutzt. Der wird genutzt. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt vermehrt genutzt wird. Wir haben immer wieder tolle Events und freuen uns natürlich, dass das natürlich auch Langenzersdorf belebt und auch den Platz vor der Sparkasse belebt. Ja. Heute ist Valentin, ist eine ganz gute Sache. Das Wetter ist traumhaft, also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben gerade gesprochen, wenn wir das Ganze gestern gehabt hätten, hätten wir ein deutlich schlechteres Wetter gehabt. Wir freuen uns natürlich, dass das so toll ist und hoffentlich auch noch die nächsten zwei Tage, weil das Ganze findet ja auch noch morgen und übermorgen am Montag statt. Am Montag ist bei uns praktisch, da kann man sich da sein Geld holen oder Bankgeschäfte erledigen und dann ein bisschen schmökern. Genau, wir haben am Montag offen von 8 bis 12.30 Uhr und wir freuen uns auf Besucher, ja, und Kunden. Ja, also es war einfach so, der Platz wurde neu gestaltet, es musste aufgerissen werden, weil die Rohre unbedingt erneuert gehörten schon lange und dann war klar, wie gestaltet man es neu. Das wurde eben dann gemacht und zwar in dem Fall mit diesem, Sie sehen diesen hellen Sandstein, der auch nicht so heiß wird und darunter ist eben, das ist ganz wichtig, dieses Schwammstadtprinzip. Das heißt, da sind mehrere Schichten gemacht worden, sodass eben diese Bäume hier, die da eingesetzt wurden, sehr rasch wachsende Sorten, aber natürlich dauert es trotzdem, gell? Ja, bis sie wirklich große Kronen ausbilden, aber so 10 Jahre, nicht viel länger, also jetzt noch 8, 9 Jahre, dann wird man es schon wirklich merken, ja. Und dass sich die wirklich ausbreiten können, das war gedacht und so funktioniert es auch, ja. Und so wurde es auch halt neu gestaltet, dass man sitzen kann. Es ist ein bisschen breiter, das schöne Haderhaus springt eben da zurück und es ist ja kein Platz in dem Sinne, aber ein kleines Plätzchen. Ja, jetzt gibt eine Begegnungszone. Sozusagen, genau, eine richtige Begegnungszone ist ja, glaube ich, wo auch Autos fahren dürften. Das haben wir da Gott sei Dank nicht, uns reichen die auf der Hauptstraße, ja. Aber es ist eben so, der Eiswagen war im Vorjahr zum Beispiel eben, das war eine der ersten Aktionen, ja, war da. Und da haben halt dann viele gemerkt, na, man hat Platz für einen Roller, für den Kinderwagen, die Hände kann man sich nachher waschen. Diese Sachen sind sehr positiv aufgenommen worden. Und ich glaube, das ist ja ganz gut, so wie das da gemacht ist, dass es so gegen diese Hitzeinseln ist. Genau, das ist der Grund. Im Prinzip ist, kann man sagen, eigentlich ein grünes Projekt, ja, weil es genau diese ganzen Sachen, diese Erhitzung eben dem entgegenwirkt, ja, absolut. Es ist nicht nur vom Baulichen her und von der Hitzeinsel her, es ist aber auch so ein bisschen eine Kulturstätte, kann man das sagen? Na, Kulturstätte, also ich bemühe mich einfach, damit der Platz belebt wird. Eine Frequenz ist ja an sich da. Ja, durch die Sparkasse, ja, die uns auch immer sehr unterstützt, wenn wir Aktionen haben, durch den Chinesen gegenüber, ein sehr beliebtes Lokal, ist eine Frequenz da. Und diese kleinen, eigentlich war der Arbeitstitel war ja Grätzloase, die sind gedacht dafür, dass man das eben nicht alles nur auf Autos ausgelegt ist, sondern dass auch Fußgänger und Radfahrer es ein bisschen attraktiver ist, eben mit auch Sitzgelegenheiten, einem Trinkbrunnen. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Und natürlich kann man dann, wenn man etwas zum Schnabulieren hat, ja, also Maroni hatten wir da, Eiswagen, jetzt eben Cake Art, die Konditormeisterin oder eben unseren Gärtnermeister, ja, dann ist das natürlich eine super Sache. Das heißt, man kann flanieren und da stehen bleiben, sich ein bisschen was anschauen und dann seine Erledigungen weitermachen. Ganz genau, und so ist es gedacht. So war das auch in Städten früher, so alle 100, 200 Meter, ja, damit Fußgänger im Prinzip eine Chance haben, weil als Fußgänger, über doch ältere Menschen, ja, dass man eine Chance hat, sich hinzusetzen, dass nicht alles nur an dir vorbeizischt, meistens halt auch schneller als 50 km/h sogar. So ist das gedacht eigentlich, dass einzelne kleinere Zonen gibt, die ein bisschen beruhigter sind quasi. Der Verkehr daneben ist nicht wirklich beruhigt, aber der Fußgänger wird
gesehen quasi, ja? So ist gedacht. Das heißt, ich darf das auch besuchen als Nicht-Langensersdörfer? Na, das ist selbstverständlich. Also bitte, ich freue mich auch, dass ihr gekommen seid und ein bisschen das in hinausträgt in die ferne Welt, weiß ich nicht, in den 21. Bezirk zum Beispiel, ja? Und weil Sie gesagt haben, Kulturstädte, natürlich probieren wir auch da anzuknüpfen. Also das habe ich im Vorjahr initiiert, gemeinsam mit meinem Hauptsponsor der Sparkasse, die da echt super waren, ja, hatten wir den Sommerklang. Ja, im Vorjahr erstmals. Warum? Open Air ist halt wirklich etwas, was coronamäßig gut möglich war. Und auch heuer wird es wieder so sein, ja, dass man da einfach größere Möglichkeit hat, was zu tun. Open Air ist immer super, aber nicht so beliebt bei den Veranstaltern, weil es halt, ja, viel mehr Geld benötigt, die Zeitfenster sind kürzer und so weiter. Das hat ja Nachteile, ne? Vor allem für die, die was tun wollen. Und ja, somit in normalen Zeiten wird es nur gemacht, wenn man wirklich da auch ins Geld greifen kann und so weiter. Nur jetzt ist eine gute Notlösung. Wenn man schaut, auch kleinere Plätze zu beleben, was draußen zu machen, warum denn nicht? Ja? Und das bringt heute sogar im wahrsten Sinne des Wortes Sonnenschein ins Herz, weil es ist eine tolle Sache, wenn man sich wieder unter Leute bewegen kann. Na ganz genau, es ist alles gestrichen worden. Wir wollten auch gerne was ausschenken heute, das ist aber aufgrund der neuen Verordnung wieder nicht gegangen. Ja. Ist halt so, weil man dürfte es zwar ausschenken, aber dann erst 50 Meter weiter konsumieren. Also das haben wir jetzt gelassen, ja, wäre eine schöne Sache gewesen, geht halt nicht. Wir sind froh, dass das möglich ist und ich möchte auch im Sommer wieder was machen. Haben wir was Tolles vor, gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund Langensersdorf wird es möglicherweise ein Straßenfest geben, womit die Straße gesperrt ist. Und dann haben wir natürlich alle Möglichkeiten, wenn wir da die breite Straße mit der Grätzl-Oase zur Verfügung haben. Ja, wir sind bei Cake Art. Ja, ist das alles Handarbeit? Alles Handarbeit. Wir arbeiten mit hochwertigen Produkten. Wir arbeiten mit Valrhona-Schokolade, das heißt französische Schokolade. Wir sind ein Zwei-Frauen-Betrieb, Mutter-Tochter, und wir machen alles von Hand. Wir sind eine reine Auftragskonditorei, das heißt, wir haben aber eine Backstube bei uns im Einfamilienhaus und wir arbeiten nur rein auf Bestellungen. Zurzeit. Wir sind auf der Suche nach einem Geschäftslokal und schauen wir mal, ob sich das heuer irgendwie verwirklichen lässt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Guster kriege, entweder ich schaffe es daher in den nächsten 3 Tagen. Genau. Oder Sie kontaktieren mich, Sie rufen mich an, Sie schreiben mir E-Mail, Sie können über meine Homepage mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen oder über WhatsApp, das geht natürlich auch. Machen Sie mit mir was aus, Sie können zu mir nach Hause kommen, wenn es eine Torte sein soll, wenn Sie irgendwas Spezielles haben wollen, dass wir ein Beratungsgespräch machen. Oder Sie sagen, okay, ich habe da jetzt am Stand was gegessen, ich hätte sowas gern wieder. Wie schnell ist es machbar, dass ich sowas kriege? Wunderbar, schaut wirklich toll aus. Und das ist alles Handarbeit? Ja, natürlich. Wo sind wir zu zweit, wenn wir zu zweit arbeiten? Wir haben keine Maschinen, die das machen. Das ist jedes einzelne Stück handgearbeitet. Das heißt, wir haben auch keine Temperiermaschine bei den Schokoladen. Das heißt, wir temperieren auch noch herkömmlich von Hand. Malen jede Praline einzeln von Hand an, füllen sie, deckeln sie und deswegen ist das eine tolle Qualität, die wir abliefern. Und räumen die Praline gar nicht mehr essen, weil das ist ja unikat. Ne? Doch, natürlich traut man sie die essen. Schauen Sie mal, auf dem Herzl steht sogar Love oben. Und zu unserer Produktion schicken ja noch Süße mit Valrhona-Schokolade noch einmal, Bitterschokolade. Wir haben es gefüllt mit Himbeer-Ganache oder mit Donkerbohne, ganz was Spezielles. Oder mit Passionsfrucht, aber sehr, sehr, sehr Feines. Ja, muss man gekostet haben. Nicht nur, dass ihr so fleißig seid, es gibt auch noch, habt noch Zeit, Kurse anzubieten? Natürlich, wir haben verschiedene Patisseriekurse für den Hobbybäcker oder schon für den Konditorlehrling oder für den Konditormeister. Bei mir zu Hause machbar, verschiedene Arten von Makaron herstellen über Desserts. Wir haben 3-tägige Patisseriekurs, haben wir dann schon für Fortgeschrittene. Wir machen auch Pralinenkurse. Wir machen auch Torten, individuelle Torten. Ich sage oft, das sind personalisierte Torte. Jeder Kunde kriegt die Torte, die er sich vorstellt, die er gern hätte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kinderparty mache, oder wie gibt es da besondere Sachen? Jetzt ist es ja so, dass sehr viele Kinder Torten wollen von den Fernsehserien, die sie sehen. Ob das jetzt Paw Patrol ist, ob das jetzt Encanto ist. Ja, wir machen solche Figuren, das heißt, wir modellieren Figuren, wir machen die Torte richtig kindergerecht. Ob das jetzt ein Kindergeburtstag für Kleinstkinder ist oder ob das schon ein Geburtstag für Größere ist oder für Erwachsene. Ja, alle Arten von Torten stellen wir her. Liebe Männer, die jetzt vergessen haben, ihrer Frau etwas zum Valentinstag zu kaufen, kommt her, da gibt es wunderbare Sachen und da könnt ihr euch noch einmal den A retten. Vor allem, es ist
immer, sind immer zwei Stück drin. Das heißt, wir haben was für den Mann und für die Frau. Ja? Also was Fruchtiges und was Schokoladiges. Da haben beide was davon. Und das geht noch von Sonntag bis Montag. Also einschließlich heute und dann bis Montag. Genau. Solange der Vorrat reicht, sind wir da und verkaufen unsere Produkte. Blumen, es gibt auch Heil- und Gewürzkräuter. Was ist so das Besondere daran? Heil- und Gewürzkräuter sind in der letzten Zeit sehr in Mode gekommen. Die Leute verwenden es ganz gern. Und ich habe mich seit einigen Jahrzehnten darauf spezialisiert, sowohl Kräuter für die Küche, die man zum Würzen verwenden kann, als auch Kräuter, die für die Gesundheit gut sind. Oder auch Zauberpflanzen, Hexenpflanzen. Sehr viele sind Wildkräuter, die auch in der Natur vorkommen. Die produziere ich bei mir in Langenzersdorf selber in der Gärtnerei und verkaufe sie dann. Das heißt, es ist fast für alles ein Kraut gewachsen, kann man sagen. Das ist richtig, man muss es nur erkennen. Wo liegt da das Hauptgeschäft? Eher in den Blumen oder in den Kräutern? Eigentlich in den Kräutern. Das ist eigentlich unser Hauptjob. Wir verkaufen die auch an Wiederverkäufer, an Blumengeschäfte, an andere Gärtnereien oder in meiner Friedhofsgärtnerei direkt beim Friedhof gibt es auch einen Detailverkauf. Dort gibt es die auch einzeln oder in Haushaltsmengen. Wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte Kräuter haben, also angenommen, ich habe juckende Haut oder so weiter, gibt es da irgendetwas? Kriegt man da eine Beratung? Da gibt es sicher etwas, nur bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich bin kein Arzt. Wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht einmal sagen. Der umgekehrte Weg ist eigentlich der bessere, wenn jemand mit einem Arzt, der sich auch auf Kräuterkunde spezialisiert hat, spricht und wenn der Arzt sagt, dann nimmst dieses oder jenes Kraut gegen einen hohen Blutdruck, nimmst zwei Blatterl von der Weinraute oder was weiß ich was, dann stellt sich für viele Leute die Frage, okay, ist gut und schön, was ist eine Weinraute, wo kriege ich es? Und das ist dann mein Punkt, wo ich sage, bitte, hier, da habe ich es. So pflegt man die Pflanze. Wie man es dann anwendet, da dürfte ich eigentlich keine Auskunft geben. Das ist dann schon wieder die Sache des Arztes. Das heißt also, wenn man so einen guten Mediziner hat, der für ganzheitliche Medizin ist, der kann dann sagen, das Kraut ist für das, dann kommt man zum Betrieb und sagt, das und das brauche ich. Ganz genau, das wäre der richtige Weg. Ich weiß natürlich schon noch ein bisschen was über die Anwendung, wenn ich wo was lese, wenn mir Leute was erzählen, wenn ich selber Erfahrungen habe. Nur ich muss halt immer sehr vorsichtig mit der Formulierung sein. Ich erzähle den Leuten, wie ich diese Kräuter anwende. Und ich werde aber niemanden jetzt auffordern, er soll sich gegen seinen verschleimten Husten einen Thymian-Tee machen. Die bewiesenermaßen schleimlösende Wirkung von Thymian kann im schlimmsten Fall auf die Magenschleimhaut gehen und er kriegt eine Gastritis. Und dann heißt es, aber der Gärtner hat gesagt, ich soll es tun und das möchte ich tunlichst vermeiden. Absolut verständlich. Kann man sagen, dass der Weg zu den Kräutern wieder zunimmt? Auf jeden Fall. Der nimmt seit einiger Zeit schon zu. Es hat Jahre gegeben, da haben die Leute nur darüber gesprochen, wie toll das nicht ist, wie gut das nicht schmeckt, was es nicht für tolle Heilpflanzen gibt. Aber dann greift man doch zu Salz und Pfeffer und glaubt, das ist Würzen. In der letzten Zeit habe ich bemerkt, dass es schon Leute gibt, die das auch wirklich in der Praxis jetzt umsetzen. Darüber zu reden ist leicht. Das wirklich zu machen, das ist ein weiterer Schritt. Das ist ein Schritt, der für mich aber essentiell wäre. Absolut. Ja, und wie gesagt, wer Lust hat, Kräuter zu probieren, kann gerne kommen. Kann sehr gerne kommen. Ich biete dann, wenn das Wetter ein bisschen frühlingshafter wird, auch Kräuterwanderungen an. Ich mache Vorträge, Workshops, Seminare, alles, was irgendwie mit Kräuter oder auch im weiteren Sinn mit Pflanzennatur zu tun hat. Ja, und wer Lust bekommen hat, wir werden natürlich die Internetadresse einblenden. Wunderbar. Das ist www.gärtnerei-rusitschka.at. Wunderbar, dann sage ich schon danke. Ich danke vielmals. TV 21 Austria. Einfach anders.